Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, herzlich willkommen auf diesem Kanal. Einige von euch haben wahrscheinlich mitbekommen, dass im Keller bei Mois eingebrochen wurde. Es wurde Studio-Equipment im Wert von 100.000 Euro gestohlen. Ja, mittlerweile sind einige Gerüchte entstanden, Freunde. Nabil oder sogar Sinan G sollen das Studio-Equipment gestohlen haben, Freunde. Bislang ist es natürlich nicht bestätigt worden, weder von Sinan G noch von Nabil. Das hat sich im Moment etwas geändert. Es gibt mittlerweile ein Statement. Ja, also Nabil hat sich dazu geäußert. So, Nabil, der auch natürlich im Keller hin und wieder zu sehen war oder quasi fast immer zu sehen war an der Seite von Mois, Maestro und den anderen Kellermembern, der hat jetzt einen Instagram-Post veröffentlicht, Freunde. Ich werde es euch mal kurz einblenden und mal vorlesen. Er schreibt: Jo Leute, ich wollte mich mal zu den Geschichten äußern, die tagtäglich erfunden werden, und mal klarstellen, dass ich mit keinen der Vorfälle was zu tun habe, die im Keller vorgefallen sind. Die Wege vom Keller und mir haben sich schon vorher getrennt, aufgrund anderer Geschichten. Ich sehe auch keinen Grund, ein Video zu machen, weil ich es nicht einsehe, auf jeden Hypezug mit aufzuspringen. Die Wege haben sich zwar getrennt, stand zu der Zeit trotzdem zur Verfügung und habe meine Hilfe den Jungs angeboten. Ich will auch gar nicht weiter darauf eingehen. Die Lüge gewinnt den Sprint, doch die Wahrheit gewinnt den Marathon. Ja, meine lieben Freunde, das war ein sogenanntes Statement, kann man so sagen, von Nabil. Also er scheint wohl wirklich nicht daran beteiligt gewesen zu sein, sagt er wohl. Und ja, wir müssen das natürlich jetzt mal so erstmal so hinnehmen, Freunde. Ja, das ist jetzt eine offizielle Statement-Nachricht von dem, ja, ich würde mal sagen, YouTuber. So, meine lieben Freunde, was sagt ihr zu dieser ganzen Thematik? Findet ihr, Nabil ist da jetzt wirklich nicht mit beteiligt? Ist es vielleicht eurer Meinung nach doch der Sinan G gewesen? Oder seid ihr wirklich auch der Meinung, keiner von den beiden ist es gewesen? Wer ist es dann doch gewesen? Man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht. So, meine lieben Freunde, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und Peace and Out.